Hey Leute, hier ist der Phoenix und willkommen zurück zu Dark Souls 3. Ja, ich habe herausgefunden, wie wir in das andere optionale Gebiet kommen können, von dem ich euch erzählt habe nach dem Kampf gegen Osiris. Wir haben ja den Pfad des Drachen aufgehoben und müssen uns jetzt an einen bestimmten Punkt begeben, wo wir diese Geste haben auszuführen. Es ist genauso, wie ich es vermutet habe, und es ist auch der Ort, an dem ich bereits vermutet habe. Ich muss jetzt nur gucken, ob ich den richtigen Weg dahin nehme. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Nee, hier war es nicht. Ah, ja, komm. Ich habe hier. Das war dieser Aufzug, den wir genommen haben, damit wir etwas weiter runter kamen. Moment. Oder nicht, ne? Nee. Ach, das war auf der anderen Seite, glaube ich. Aufzug, 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 wieder. Stimmt, wir müssen hier durch, glaube ich. Und dann eins runter. Ja. Wir haben ja damals einen Drachenstein gefunden, der uns die Fähigkeit gibt, uns in einen Drachen zu verwandeln. Was irgendwie nicht so funktioniert hat, komischerweise. Also wir können ihn nicht einsetzen. Vielleicht ja, wenn wir im neuen optionalen Gebiet sind. Und Pfad der Drachen, Drachenstein, also wird es wahrscheinlich ein Drachengebiet sein. Wow, es hat sogar Ryan. Ja. Und dann schauen wir uns das doch einfach mal jetzt an. Der Drache. Haben wir Pfad des Drachen bereits da? Nee. Ruhige Entschlossenheit. Lassen wir die von Anri. Schlafen. Da, Pfad des Drachen. So. Hier seht ihr sie. Wir setzen uns neben diesen netten Herrn. Oh, am besten genau auf den Teppich. Und er schaut dort rüber. Und nun? So. Ah, perfekt. Okay. Sind wir jetzt dann einfach in dem neuen Gebiet oder wie ist das? Hat uns ein Drache abgeholt? Osiris, der war cool. Aber was hatte der die ganze Zeit mit Ocelot? Wer ist Ocelot? Erinnert mich alles ein bisschen immer an Odysseus hier. Oh! Oh, das erinnert mich an Dark Souls 2. Aber Leute, das sieht so fantastisch aus. Boah, der Himmel ist fast schon echt. Okay, dann gehen wir mal gucken, was uns hier erwartet. Wait. Steine. Kann man alle umstößen. Was läutet da? Oh, ist das hell hier? Leder eines kampfesmüden Kriegers. Oh, das sieht fantastisch aus. Erzdrachengipfel. Oh, die Assassinen. Ach ne, die Schlangen müssen wir noch. Erzdrachengipfel als Trophäe erhalten. Nett. Dammit. Bam. Große Titanitscherbe. Titanitbrocken wäre mir lieber, aber dankeschön. Gehen wir erstmal hier. Was ist das Weiß da? Dann? Wer weiß auch nicht. Oh, Leute. Leute, ich glaube, das wird mein Lieblingsgebiet. Sieht so toll aus. Tolle Aussicht, aber verdammt teuer. Alles klar. Ja, das muss wirklich teuer gewesen sein, das hier errichten zu lassen. Aha! Zu lassen. Setzen Position. Oh, der springt. Erstmal den Gegenstand. Einmal zu. Oh, das ist gut. Davon haben wir nämlich gar keinen mehr. Oh, die haben eine Reichweite hier, die Gegner. Oh, und da ist noch was. Blitzender Edelstein. Yes. Schlangenmännchen, Schlangenmännchen, Schlangenmännchen. Oh, hier geht's lang. Ach, das ist wahrscheinlich ein Shortcut. Yes.
irgendwas, wenn wir die Steine um. Wow! Das war ein Hinterhalt! Alter! Was hat er mit seinem Kopf gemacht? Okay, ich darf die Dinger nicht unterschätzen. Die haben was drauf. Alles klar. Na gut. Aber egal, das kriegen wir hin, ne? Oh je. Oh Leute, das sieht so gut aus, das Gebiet. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Das hat irgendwie was von Dragon Age, finde ich. Vom Aussehen her. Stirb! Die benutzen Schurke. Na gut. Out. Nope. Nope. Was hat der gesagt? Schützenposition. Ey! Perfekt. So, wird sowieso nochmal Zeit, dass wir einen Bogen ausrüsten. Den Finstermondbogen wollte ich ja jetzt mal testen. Was war nochmal das Besondere an dem? Erfüllt den angelegten Fall mit der Essenz des Finstermondes, wodurch er magischen Schaden verursacht und Schilde durchdringen kann. Perfekt. Haben wir auch noch normale Pfeile? Giftpfeil, Mondlichtpfeil, Drachentöterpfeil, Drachentöter, Blitzpfeil. Aber ich kann doch keine Drachentöterpfeile damit abschießen. Warum dann ein Großbogen oder nicht? Ja. Komm mal hier. Zack. Das ist der Bogen. Okay. Schwinst du doch nicht gerade. Oh, okay, die Pfeile gehen schon mal nicht. Aber die. Ah, komm schon. Das waren die Giftpfeile, oder? Ach, verdammt. Nee, Leute, ich mach das nicht mit Bogen. Das dauert nicht so lang. Irgendwie ist der Bogen hier nicht mehr so gut, ne? Hab ich das Gefühl. Also ich kann nicht mehr so gut damit umgehen. Da komm. Genau hierhin sollst du. Au! Oh, leck! Verdammt. Was ist, wenn jemand voraus besser? Ach, komm schon! Und sie so verdammt viel Schaden anrichten. Wow! Oh, nee! Wo kommst du denn her? Okay, vorsichtig sein. Vorsichtig sein. Oh, Leute. Das sind gar nicht so schwere Gegner, was ist los mit mir? Aber das Feuer von denen macht wahnsinnig viel Schaden, ne? Und die Ladezeiten scheinen hier kürzer zu sein. Das ist schön. Das ist schön. Verdammte Schlangenmenschen. Wenn die Pyromanten nicht hier, das ist kein Problem gewesen. Ah, der kann durch den Weg gehen. Ja, hat ja auch einen Tote. Bams. Ist was fallen? Nope. So, wo kam der andere jetzt her? Ist irgendwo runtergesprungen? Ach du Elender! Ah, da. So. Und tschüss. Du faszinierst mich nicht mehr. Große Titel Nietzsche. So. Jetzt zu euch zwei Flitzliebe. Ah, ich denke mal, Feuer macht bei dir nicht so viel Schaden. Aber warte, warte. Komm her! Kein Feuer schießen! Oh, schon besser. Ah. Ich dachte, die wäre sicher vor dem Feuer. Oh, oh, ich dachte, du wärst tot! Oh Mann! Die sind schon ein bisschen zäh, ne? Ach komm schon! Aha, kann schneller angreifen! Hui! Hoffentlich versteckt sich da nicht noch einer. Ja, doch, Bruder. Okay, hier.
So, tschüss. 400 hat er. Okay. Und die Standardgegner hier. Ui. James. Machst du nicht. Schluss mit Feuer. Lassen aber gerne was droppen, das ist nett. Und Titanitbrocken, yes. Versteckte Wand. Nein? Okay. Oh, Leuchtfeuer. Unser erstes Leuchtfeuer hier. Nach der Stelle, das ist nett. Oh, dann kann man hier aber ziemlich gut farmen, ne? Da ja die Feuertypis direkt wiederkommen. Und ein Gegenstand. Loot. Okay, dann gucken wir uns das Gebiet doch mal an. Boah, ist das cool. Ist das cool? Titanitbrocken. Oh, nice, nice. Genau das brauchen wir jetzt. Und da liegt noch was. Boah, das Gebiet gefällt mir so gut, ne? Oh, da lag noch was. Überall Geschenke. Hab's gesehen. Alles cool? Alles cool? Du bist ein bisschen groß. Machen wir dich mal was kleiner. Ui! Hoffentlich noch nicht so viel Schaden, wie du aussiehst. Oh oh. Ach komm! Verdammt, da war die Ausdauer leer. Wollig. Okay, der ist ein bisschen was stärker. Aber damit kommen wir klar. Oh Mann, ich muss vorsichtiger spielen. Ich habe so ein bisschen den Respekt vor dem Spiel verloren, nach den ersten drei Teilen, wo es so durchgesuchtet hat und alles einfach nur noch Kinderkram war. Wenn man dann wieder ein neues Dark Souls reinkommt, das ist... So ist das. So, jetzt gehen wir wieder hier rum, damit uns keiner frühzeitig bemerkt. Okay, hier lag einer. Geil. Und tschüss. Oh nein, der lebt noch. So. Alles klar. Waffe verzaubern. Und Kaufbeirat. Ich hätte die Aufgabe vielleicht noch aufladen lassen sollen. Ui! Fang. Okay, und meine Seelen zurück. Boah, ist der schnell! Das kann ich, dass der schon wieder hinter mir ist. Oh nein, 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 kann man nicht wechseln? Nein, kann man nicht. Geh ein bisschen zurück. Alter! Das ist schon kaputt bei dir. Oh, oh nein. Ist er runtergesprungen? Ja. Boah, der steckt da oben und die Wucht ging hier unten immer noch ab, ne? Ah, das ist gut. Bam! Fand ich nicht so geil, ne? Der ist wieder stärker. Musste die der Nietzsche, aber echt hier. Und ein Estus zurück. Yes. Wäre cool, wenn wir auf Asche Estus zurückbekommen. Großschild des uralten Drachen. Na, okay. Ich mag keine Großschilder. Der. Titanitbrocken. Yes, das mag ich schon eher. So. Machen wir mal das Tor auf. Gibt's hier noch was? Ich hör's doch. Sehen. Au, au, au. Jetzt bin ich dran. Mann. Wir sind immer auch garstig. Blitzklauenring. Ja, der hat uns noch gefehlt. Nope, nicht drunter springen. Gut. Oh, ich muss einen Cut setzen. So. Und auf ins Tor. Ah, da ist die Glocke, die geläutet wird.
Wow. Das Drachensamurai. Wow. Warum kommt der gerade? Wow, was? Was? Nein, ich will nicht! Ey, bitte! Ich wollte auch noch nicht, Boss. Der ist leer. Ach so, 25 Schaden. Ah, das ist nett. Oh, 13. Wundervoll. Okay, hier muss es einen Trick geben. Das ist nicht alles. Was gibt's das? Was ist das hier? Großer Fehler eines. Oh, oh. Ich glaube, es mir nicht triggert. Die Glocke. Remember the bell. Na-na. Was ist denn mit der Glocke? Au. Ich kann mich ja nicht betätigen. What the hell? Bitte nachfüllen. Was ist denn mit der Glocke? Oh, so schnell wollte ich aber noch nicht in den Boss rennen. Alter Falter. Wie sollen wir den denn mit 13 Schaden besiegen? Ja, stimmt was nicht. Das gehe ich mir angucken. Da liegen 30.000 Seelen von uns. Schweinebär. Ja, wo ist der einmal? Ja, perfekt. Auf in die Schlacht! Oh Gott. Wenn die Drachenkrieger uns irgendwie helfen, die hier an der Seite stehen. Hallo. Oh, da liegt noch was. Was ist das? Also so ein Wegrennduell? Blut. Nope. Nope ist es nicht. Blut. Seil und ja, auch gut. Fast voraus. Hoppa. Echt? Achterring. Oh, nett. Das ist kein Geheimtipp. Ich will nicht mehr. Was für uns hier? Nee. Sehr gut. Wow, doch, oder wohl. Jetzt hör doch schon auf. Oh ja. 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 Hier kommen wir nie wieder hoch. Oh Gott. Ich hab meine Seelen doch noch nicht aufgehoben. Wie sollen wir den töten? Bestimmt irgendwas mit der Glocke. Ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan. Ah, gut. Wo gehe ich hin? Ich war gerade was am Lesen. Kein Plan. Ich muss zugeben, ich habe gerade nach einer Lösung gesucht im Internet, aber kein Plan. Kein Plan. Das soll ja ganz gut sein, aber Scheiße, ich habe mir immer noch zu viel. Wo war die Nacht? Ah, da lang ist auch noch. Okay, was geht? Oh, da ist ein Assassine. Oh, was? Der Trophäe? Aua. Das ist doch vorbei. Wow. Na, ah, der will ihn doch. Och, komm schon, echt jetzt? Wo bin ich da hin? Garstigen kleinen Hobbitzer. Die mit den Deutschen sind ganz schön flott, ne? Ganz schön flink auf den Füßen. Und dann springen die, machen dreifach Salto in der Luft und dann bin ich schon tot. Bist einfach tot. Okay. Schauen wir mal. Später findet man bestimmt so eine Armbrust oder so, so eine riesen Armbrust, ein Geschütz, womit man den abschließen kann. Das ist mega viel Schaden, ne? Was hat's mit der Glocke auf sich? Kann die dann Abschluss deuten, wenn wir den Windpunkt besiegt haben?
Verbrenn bitte deine Freunde, die Schlangen hier. Oh, jetzt. Was? Ach Mann, jetzt greif doch. Warum hast du nicht. Ah. Ich kann wieder ausrasten, ne? Goddammit. Wir sehen uns gleich an der Stelle. Okay, wieder hier. Voll Lust auf die Schlangenherrsche. Das ist immer noch doof. Was die für einen Schaden machen mit ihren Köpfen hier. Okay, sollen wir den hier vielleicht wirklich zuerst ausschalten jetzt? Brauchst du jetzt die anderen merken uns dann noch nicht mehr. Oh Gott, die haben uns bemerkt. Und tschüss. Ich hab keine Lust auf euch. So, jetzt könnt ihr kommen. Lass mich doch! Nein! Geh aus der Wand raus! Alter. Einzel seid ihr so pupsig, ne? Oh je. Oh. Waffenfeuer, den Feuer hat nicht gekriegt. Oh, es hat ihn getötet. Vorsicht vor oben. Ruhig. Warum? Warum? Ah! Oh nein. Müsste es denn wieder zwei sein? Alter! Halt doch nicht die ganze Zeit vor der Wand ab. So. Geil. Oh geil. Oh geil. Oh geil. Oh geil. I don't wanna die. Da wartet bestimmt noch ein großer. Ja, ich glaube, kann man. Nein! Na, ah, jetzt. Boah, wie bewegt ihr sich denn mit den Speeren, du Kackvieh? Boah. Arschcharakter. Mann. Mann. Ich glaube, ich brauche wieder ein Langschwert. Mein Gott. Ich versuch's mal mit durchlaufen. Boah. Könnte ruhig mehr Schaden machen dafür, dass es die komplette Ausdauer auszieht. Aber nee, der macht im Einzelmodus schon mehr Schaden, wenn man zusticht, ne? Das Einzige, worauf man im Doppelmodus ein bisschen hoffen kann, ist, dass das staggert. Mehrere trifft. Aber das war's. Hey, Bro. Wir sind mittlerweile Freunde. Ja. Jetzt werde ich einfach mal als ja jetzt. Auch jetzt. Alter. Das ist nicht, wie es vorgesehen ist. Oh, Gegenstand. Kann ich auch außen rum? Schlittsonne. Aua. Ey. Das ist cool. Bitte kein Feuer jetzt. Der hat sich schön. Nein, 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 nein. Lass mich gerade vor. Oh, einer ist tot. Ja, ich weiß nicht, aber mir der Scheiß egal. Aua, was? Oh Gott. Killer? Gibt's hier was? Feines. Oh, oh. Oh Gott. Gegenstand, Blitzbolzen. Das ist nett. Und was ist das hier? Die Danny Poppen. Okay. Und. Was gibt's weiter noch? Hier runter. Oder so. Ah, jetzt sind wir hier. Okay. What? Was hat der denn da? Ah! Halt dich. Alter. Ist der Ausgang? Kommen wir aber nicht raus, oder? Aua. Natürlich. Nein. So, mal. Oh, oh. Geh die Leiter hoch, geh die Leiter hoch, geh die Leiter hoch, geh die Leiter hoch. Dankeschön. Boah, das ist aber ein cooler Bosskampf, ne? Die Kampfweise hier durchlaufen und so. Oh, jetzt. Genau sowas.
Säbel. Ja, sowas. Säbel. Gehen wir mal hoch. Was gibt's hier? Was ist das? Funkeln die da nicht? Oh, das ist nicht. Sterben wir, oder? Nee. Alles klar. Ich kann das Sturz angriff machen, oder was? Was ist hier los? Waffe, Schwäche, Kopf. Sturzangriff. Auf den Kopf. Am besten mit der Blitzwaffe, ne? Dann die ganze Zeit wieder hier rüberlaufen, oder was? Wohin führt das da? Ehrlich? Wo führt das hin? Ich guck jetzt einfach mal. Yeah. Oh. Oh. Das... Nee. Das war nicht cool. Ach Mist. Hier kommen wir einfach runter. Das ist jetzt doof. Hey, Bro. Nein, 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 nein. Ah, Gott. Wo sind wir? Oh. Hallo. Mach dich, oder? Nein. Ja, mach, mach. Warum muss er mir dann immer im Tritt geben? Okay, Sturzangriffe. Wir sollen ihn also mit Sturz. Oh, Gott. Sturzangriffe. Mach Fire! Brenn alles nieder! Geh da hin poppen! Nice! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss mir noch den Weg nehmen. Ey! Arsch! Nein, geh weg! Oh Gott, 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 oh Gott. 10.000 Seelen! Wow, ab! Guck, hier schon wieder? Oh Gott, das war ich nicht. Bitte nicht, wackeln. Ich will mal gucken, wie viel Kunstluft da machen. Wenigstens austesten. Komm schon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, komm schon. Ah, Drecksau. Wir sehen uns gleich im Kampf. Alles klar, das schaffen wir. Das ist aber ein langer Kampf dann, ne? Lieber Lindwurm. Oh, was ist das? Windwurm? Windwurm? Nee. Ach, was denn? Nützt doch ein Schild nicht, ne? Komm doch so. Bitte schafft es, bitte schafft es, bitte schafft es. Nein! Bitte schafft es, bitte schafft es. Arschloss, Arschloss. Boah, wie ich euch hasse. Was ein Feuerschuppe. Das alle klatschen, ne? Alle wegklatschen. Kann der Drache gerne mitnehmen, ich brauche ihn. So, hier rüber. Nope. Mann, jetzt hört doch auf. Krieg der sowieso drauf. So. Sag schon daneben. Ach, jetzt! Alter! Feuer, super! Nein! Boah, ich mach die gleich alle platt! Und ich bin mir nicht mehr im Weg! Wo war's denn von dir hoch? Okay! Okay! Können wir den anvisieren? Können wir den Kopf anvisieren? Jetzt? What? Ja! Gibt ein Witz, oder? Ja, aber das Feuer ist zerstört. Oh, Schlangenring, Schlangenring, Schlangenring. Da. Mit einer Attacke? Okay. Oh Leute, das war ein saucooler Bosskampf. Also von der Art her. Genial. Der hat mir gefallen. Wo kommen wir jetzt hin? Drachenkopfsteine, ey.
Blut wiederhergestellt. Okay, wo ist meine Seele? 92.000! Was zur Hölle? Jetzt ziehe ich den Ring der Opferung an. Oh, Leuchtfeuer. Ach nee, Steinkopf-Dingens. Wo ist er? Bin ich schon einen davon? Drachenkopfstein. Drachenkopf erlangen. Drachenhauch verströmen. Yay. Ah, können wir nicht benutzen. Warum nicht? Ja, davon hatten wir schon einen. Hä? Ich verstehe das alles nicht. Moment. Drachenkörperstein und Drachenkopfstein. Wie können wir die denn verwenden? Müssen wir dafür in einem bestimmten Eid sein? In so einem Drachen-Eid? Wow, was ist das? Hallo? Bist du nicht ein Elite-Ritter? Ich will nicht gegen dich kämpfen. Hast du mir nicht gehört? Ich will nicht. Jo. Wow. Doch? Nee. Das ist ein Lothbrick jetzt dran, ne? Ich einfach keinen Millimeter treffe, ne? Oh nee. Redstone? Echt jetzt? Jetzt werde ich invasiert? So, komm. Nope. Der will sich nicht steckern lassen. Okay, dann machen wir es anders. Ja, klar, aber die Attacke steckert, ne? Na, komm. Solange nicht halt, ist alles gut. What the fuck? Seit wann staggern die hier? Wow. Oh gut, der ist besiegt. Ha! Nein, lass das. So. Ah, verdammter Durchgang. Komm her. Echt, du heilst jetzt schon. Boah, das gibt's doch nicht. Wo bin ich hängen geblieben? Soll das ein Witz sein? Oh Leute, mach mir noch nicht den Spielspaß madig. Jetzt komm her, du feige Sau. Bams. Gehst wieder heilen, ne? Drecksau. Oh Gott. Feige Sau. Wieso kriege ich eigentlich fast immer nur die feigen Waffen wieder ab? Ich weiß, das sind auch andere wie hier. Egal. Das wird mich halt. Hauptsache du bist weg. Du bist mir einfach nur auf Käse. Einfach nur auf der Käse. Hier. Fang das. Ernsthaft, da läuft jetzt noch. Ja, dann leck mich doch am Arsch. Ja, ist ganz fair. Ich bin stolz auf dich, Walbauer Arschgesicht. Gut. Ja, dann werde ich den Part hier mal beenden. Der ist sowieso schon vorbei. Und die 102.000 Seelen, ich meine 102.000 waren es, oder? Ausgeben gehen im Feuerbandschein. Haben wir eine Seele von dem bekommen? Weiß es gerade gar nicht. Unsere Glut wurde wieder hergestellt. Ich meine schon, oder? Gucken wir uns gerade an. Bah. Feige PvP-Kämpfe. Das sind die schönsten, ne? Aber was für ein schönes Gefühl, wenn man so einen dann besiegt. Gerade war es leider nicht der Fall, aber gut, das kann ich mir verzeihen, das Land. Stimmt. 109.000 Seelen sogar. Gut, haben wir eine Seele bekommen? Seele der Diakone, verzerrten Königs. Nope. So. Auf zum Leuchtfeuer. Gut, ich werde dann den Part hier beenden. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen und ihr schaltet auch zum nächsten Mal wieder ein. Ciao, ciao, euer Phoenix.